Hallo miteinander. Heute geht es um die 10 Sachen, die ihr unbedingt dabei haben in den Ferien. Wir verschicken immer so eine Checkliste, wo die Bestellungen die Lieferungen beigelegt wird, um euch daran zu erinnern, dass ihr ja nichts vergessen. Heute möchte ich euch die mal kurz zeigen. Und zwar alles in dieser Tasche rein. Ich versuche es jetzt nachher rauszunehmen oder euch zu zeigen. Zuerst geht es um den Displayschutz, der auf keiner Kamera fehlen sollte. Der wird ja da hinten drauf gemacht, saugt sich an. Wenn ihr ein Touch-Display habt, bleibt das nach wie vor erhalten und ihr könnt die Kamera bequem über das Display auch steuern, weil das Ganze ist direkt mit dem Display verbunden. Dann geht es um die Sonnenblende oder Gegenlichtblende. Die hilft euch, die Linse zu schützen, wenn es mal runtergeht. Oder auch gegen seitliche Lichteinfälle, die sogenannten Lensflares. Sicher eine gute Geschichte, haben wir für sehr viele Kameras oder Objektive entsprechend halt am Lager. Wir haben weiter, falls ihr jetzt ohne Sonnenblenden unterwegs sind, diverse Filter im Sortiment. Ein normaler UV-Filter braucht man ja heute in dem Sinn nicht mehr, weil das wird ja durch die Sensoren und Software kompensiert, was früher notwendig war, wo es noch direkt auf den Film gegangen ist. Heute werden es vor allem als Schutzfilter verwendet. Für mich sicher etwas, das absolut wichtig ist, wenn ihr in sonnigere Regionen geht, sind Polfilter und ND-Filter. Aber da findet ihr auch ganz viel bei uns. Dann natürlich für die Reinigung. Da haben wir ein Travel Kit. Da innen hat es jetzt zum Beispiel in dem Travel Kit ein Reinigungstüchli. Es hat 10 feuchte Reinigungstüchli. Es hat nochmal so spezielle Reinigungstüchli, wo vakuumiert sind. Es hat ein Lenspan drin. Es hat Objektivreinigungsflüssigkeit und es hat einen kleinen Blasbalg drin. Also sicher etwas sehr Gutes zum Mitnehmen. Dann Stromversorgung. Nehmt lieber einen Reserven-Akku mehr mit, weil mit dem könnt ihr unangenehme Sachen vermeiden, dass ihr, wenn ihr ein Top-Motiv vor euch habt und keinen Strom mehr habt. Ihr findet bei uns ein extrem breites Sortiment von diesen Batterien. Und da haben wir sicher für jede oder für fast für jede Kamera die Richtung im Sortiment. Jetzt kommen wir zum Thema Laden. Und da gibt es so kleine, feine Ladegeräte, wo man kann auch 2 Akkus miteinander laden. Die sind meistens über USB angehängt und da haben wir auch noch etwas ganz Nettes. Das sind die Kabel, die so möglich machen, verschiedene Sachen miteinander zu laden, sprich wir haben hier USB-Anschluss für einen Stromadapter, wir haben den Mikroanschluss, wir haben den USB-C und den Lightning-Anschluss. Also sprich, ihr könnt eigentlich mit diesem Kabel 3 Devices laden und was da noch etwas Cooles ist, was es auch noch dazu gibt,
Was hole ich jetzt gerade schnell? Oh nein, muss die Sonne geflogen. Es ist ein bisschen warm. Ah, da hinten liegt es. Meistens haben die ja nur eine Steckdose, brauchen aber zwei Anschlüsse. Da gibt es von der Sony oder auch von anderen Herstellern. Wir haben jetzt die von Sony bei uns, weil die eigentlich relativ gut sind. Da haben wir einen USB, haben zwei Anschlüsse und könnt dann so irgendwie, ich sage jetzt mal, wenn ihr zwei von diesen Kabel und so eins habt, könnt ihr irgendwie maximal 6 Devices laden. Das ist relativ gut. Und das Ganze von der Sony, das Ladegerät, das hat 3, ich zeige es euch noch schnell, das hat 3 Ampere maximalen Output. Weiter in der Liste. Passender Rucksack oder Tragvorrichtung für die Kamera. Für die X-Pro von der Fuji habe ich jetzt die Cosy Speed Tasche genommen. Ist sehr angenehm, um die Hüfte herumzutragen. Haben wir noch etwas drin? Wir haben noch, natürlich, was nicht zu vergessen ist, Speicherkarten. Nehmen genug Speicherkarten mit. Wichtig, denkt daran, die auch regelmäßig zu backuppen, ob das jetzt über Dropbox oder was es da alles gibt. Dass ihr die Daten irgendwie, wenn euch jetzt die Kamera abhanden kommen mit der Speicherkarte, also wenigstens irgendwie Bilder noch jemand anders haben. Wichtig ist auch, dass wenn ihr die Kamera oder irgendwelche Sachen müsst ins Gepäck rein tun, das ihr aufgebt, dann schaut doch, dass ihr das vielleicht getrennt voneinander transportieren, sprich die Kamera im Koffer, wenn es jetzt sein muss, und die Speicherkarte bei euch im Handgepäck, damit ihr wenigstens dort ein bisschen Kontrolle habt, wo das ist und damit nicht irgendwie, wenn die Kamera mit der Speicherkarte wegkommt, neben dem Schaden auch noch die Erinnerungen weg sind. Das ist manchmal so ein bisschen doof. Wir haben noch eine Taschenlampe drauf auf der Liste. Das ist immer etwas, wo die einen haben so Taschenlampen, die anderen sind so kleine. Das ist einfach so ein bisschen eine Hilfe. Wir haben ein paar Taschenlampen im Sortiment, wo wir können empfehlen können. Dort würde ich halt auch schauen, dass es eine ist, die man gerade über USB laden kann. Gibt es schon diverse Modelle. Als nächstes darf natürlich das Reisestativ nicht fehlen, weil das ist halt etwas, das immer wieder vergessen geht. Ein einfaches, leichtes Reisestativ. Wir haben das von JJC hier im Sortiment. Das kann man sehr klein zusammenklappen und hat eigentlich alle Funktionen, die man braucht. Man kann ein Eyebein daraus machen, ist ARGA-kompatibel, hat eine angenehme Höhe. Man kann es auch umkehren, dass man bodennahe Sachen fotografieren kann. Also für alles Mögliche. Speicherkarten haben wir gehabt. Und was natürlich auch noch ist, denkt daran, unser Equipment auch zu versichern. Das könnt ihr bei Links. Tagesgenau machen, sprich ihr sagt, okay, ich gehe ab dem Freitag in die Ferien, schaltet euer Equipment als versichert ein, kommt aus der Ferien wieder zurück, schaltet es ab und dann sind ihr völlig sorgenfrei, auch wenn eurem Equipment etwas passiert. In dem Sinn bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als schöne Ferien zu wünschen und habt einen schönen Sommer oder Herbst oder Winter, wenn ihr auch immer in die Ferien geht, aber denkt daran, nehmt euch etwas mit, damit ihr nicht unterwegs dann auf der Strecke bleibt mit dem Fotografieren. Danke fürs Zuschauen. Ciao zusammen.